Howdy ho, hier ist wieder Aquifel, heute mit einem Review zu Ring 2 und auch hier wieder dem japanischen oder der japanischen Fortsetzung und nicht der amerikanischen. Und gut, nach so einem Erfolgsschlager wie The Ring kam ja erstmal The Ring Spiral und der war ja so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, gemischt aufgenommen worden. Wurde halt noch ein richtiger zweiter Teil produziert, also richtiger, weiterer, zweiter Teil. Da ist natürlich die Frage, wie schlägt er sich im Vergleich zum Original und ja, was taugt er als Film an sich? Ja, nach den Ereignissen des ersten Teils, Ryuji Takayama ist tot und Reiko Asakawa ist verschwunden, genauso wie ihr Sohn Yuichi. Und nun gut, die ja ehemalige Assistentin von Takayama, Mei Takano, gespielt von Miki Nakatani, die will jetzt natürlich rauskriegen, was mit ihrem, ja ich sag mal, Chef an der Uni passiert ist. Und da macht sie sich jetzt hier mit Reiko Asakawas, ja, Kumpanen, Kollegen von der Zeitung, ne, Okazaki, gespielt von Yurei Yanagi, ja, auf die Suche, um auch auf die Spur des Videos zu kommen und natürlich rauszukriegen, was ist mit ja, ihren Freunden, Bossen, Kollegen passiert. Und ich möchte gar nicht weiter auf die Handlung eingehen, weil hier kommen natürlich noch viele weitere Sachen mit dazu, die noch ein Stück weit mehr die Hintergründe erklären und das Ganze driftet irgendwann auch wirklich ins Wow ab. Ja, positiv muss man erstmal erwähnen, dass Ring 2 Stück weit andere Wege geht als der erste Teil. Man hätte es ja ganz einfach so machen können, man erzählt quasi dieselbe Geschichte so nochmal, ohne was hinzuzufügen oder ne, das zu erweitern und solche Fortsetzungen sind ja meistens dann doch eher been there, done that. Naja, trotzdem ist das beim zweiten Teil nicht immer positiv, weil man hat es ja schon gemerkt, als ich die Handlung zusammengefasst habe, das wird irgendwann ein bisschen sehr abstrus teilweise und fast schon so ein bisschen ja, lächerlich, kann man sagen. Nehmen wir hier vor allen Dingen den dritten Akt. Wenn denn wirklich diese ganze Sache von dem Psychiater, der das Mädel behandelt, das da im ersten Teil die Opening-Sequenz mit überlebt hat, weil sie das Video ja gar nicht gesehen hatte, mit Mentalfotografien und den ganzen Kram und das am Ende dieses Riesenexperiment mit dem Pool, ja, auch dass Ryuji Takayama weiterhin vorkommt in Form von Visionen, als Geist, wie auch immer. Das ist, also mir persönlich hat das überhaupt nicht zugesagt und ich fand das schon teilweise so ein bisschen, ja, nicht mehr gruselig, sondern fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Und das sollte ein Horrorfilm, wenn er ernst sein möchte, nicht sein. Nun ja, unabhängig davon, der Film beschreitet ja ein bisschen andere Wege. Klar, wir haben hier wieder die investigative Arbeit, ne, die hier vor allem von Mai als Protagonistin ausgetragen wird. Okazaki hat eher, na, ist weniger so ein richtiger Sidekick, der hat irgendwann seinen eigenen Subplot, der sich dann tatsächlich wieder um das Video dreht und diese 7-Tage-Frist und. Die investigative Arbeit ist vielleicht ein Stück plausibler teilweise als beim ersten Teil, aber ja, wirklich richtig spannend ist das Ganze dann auch nicht. Aber es erläutert einige zusätzliche Sachen nochmal, erweitert, wie gesagt, die Lore etwas. Ja, ist aber auch nicht unbedingt großartig oder wirklich atemberaubend inszeniert, atemberaubend spannend. Was man sagen muss, es geht hier ein bisschen mehr in Richtung konventioneller Horror und das macht den Film unterm Strich ein Stück weit zugänglicher als den ersten Teil. Weil der erste Teil, der baut nach und nach über die investigative Arbeit. Irgendwann, wenn wir uns dem Ende nähern, umso gruseliger wird es und am Ende endet es mit einem Knall. Hier, ja, haben wir mehr Horror während des ganzen Films. Der funktioniert aber meiner Ansicht nach auch nicht ganz so effektiv als das, was beim ersten Teil gut funktioniert hat in der Hinsicht. Und wie gesagt, es ist halt sehr konventionell, sehr klassisch wirklich. Und wie gesagt, es macht es zugänglicher, aber es unterm Strich dann halt auch, fies gesagt, nur eine weitere Gruselgeister-sonst-was-Geschichte. Und das ist natürlich denn von der Atmosphäre nicht so speziell und so dann doch passend wie beim ersten Teil, der ja auch sehr eine sehr triste, realistische Atmosphäre irgendwo hatte,
Haben wir hier in Stücken auch noch, aber wie gesagt, wird immer ein bisschen unterminiert oder ja, untergraben von dieser wirklich von den lächerlichen Parts der Geschichte, oder zumindest den Parts, die mir lächerlich erschienen sind, die ich ja, die mich halt wirklich absolut kalt lassen und eher schmunzeln lassen. Okay, hier kulturelle Unterschiede. Na, Asiaten sind oft, was das Thema Geister angeht, natürlich kulturell ganz anders geprägt als ein Europäer. Naja, nur auch die Inszenierung ist da natürlich ein bisschen anders. Es sieht nicht mehr ganz so, ja, wenn man es fies ausdrückt, TV-produktionsmäßig aus. Es sieht wirklich eher wie ein richtiger Kinofilm aus oder stärker wie ein Kinofilm. Aber wie gesagt, das trägt auch nur dazu bei, dass der Film halt mehr wie Horror-Massenware wirkt an vielen Stellen, ne, wo der erste Teil dann noch ein bisschen spezieller rüberkam. Trotzdem muss man dem Film zugute lassen, der Score ist weiterhin auch wieder sehr effektiv eingesetzt, funktioniert sehr gut. Und ja, wie gesagt, so lächerlich viele Szenen denn auch sind oder so sehr der Grusel zumindest bei mir wirklich verpufft an vielen Stellen, weil es halt so standardmäßig ist. Muss man sagen, die Schlusssequenz ist definitiv auch hier wieder sehr gelungen. Bei weitem nicht so ein Knaller wie beim ersten Teil, aber durchaus effektiv gemacht im Brunnen. Da will ich ja nicht zu sehr drauf eingehen, aber das läuft schon, ne, und ist durchaus ganz gut gemacht. Einzige, was ich hier ein bisschen kritisieren würde, natürlich, wie sich das Ganze dann auflöst. Ich will hier nicht zu viel spoilern, aber ja, wie gesagt, hier wieder die kulturellen Unterschiede. Dass Ryuji Takayama als Geist hier mit auftaucht und auch versucht, noch zu helfen, Hinweise zu geben, ja, oder als Vision, je nachdem. War nicht meins. Bin ich ehrlich, war absolut nicht meins und ich kann es immer nur wieder betonen. Aber gut, wenn der Film auch unterm Strich vieles nicht so, ja, rund macht wie der erste Teil, eins muss man ihm definitiv lassen. Er ist ein bisschen weniger zäh und vielleicht auch dadurch, dass er halt viele zusätzliche Sachen mit einfügt, die, wie gesagt, mir häufig eher zu abstrus und zu, ja, unrund wirken. Er ist etwas unterhaltsamer, er ist ein bisschen temporeicher als der erste Teil. Und ja, wie gesagt, das resultiert in einem etwas höheren Unterhaltungswert, auch wenn der Film an sich nicht so, ja, ich sag mal, passend oder so, ja, stimmig gemacht ist wie der erste Teil. Deswegen, wie gesagt, ein Film muss ja nicht immer gut sein, um halbwegs zu unterhalten oder um einen halbwegs bei der Stange zu halten. Genauso wie ein guter Film nicht zwangsläufig immer unterhaltsam ist oder einen wirklich bei der Stange hält. Naja, aber wie gesagt, das kann man im zweiten Teil tatsächlich an der Stelle noch lassen. Und das rettet ihn auch so ein bisschen vor dem Totalausfall, ne, dass er halt wenigstens gut zu schauen ist. Viel mehr kann ich zu The Ring 2 eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, er macht vieles nicht so rund und so stimmig wie der erste Teil. Er ist viel konventioneller, was den Horror angeht und ja auch was die Inszenierung angeht. Der Score bleibt weiter gut, ne, und sehr treffend eingesetzt und auch hier am Ende natürlich eine gut umgesetzte Horrorszene, wobei die Steigerung und Zuspitzung nicht so pointiert wie beim ersten Teil ist und das Ende natürlich auch nicht so reinknallt wie beim ersten Teil. Ne? Weil dafür ist die Sequenz mit dem Swimmingpool und alles, naja. Aber wie gesagt, stellenweise unfreiwillig komisch, zumindest für mich. An vielen Stellen einfach nur Standard-Horror, der halt bei mir, dann bin ich ehrlich, einfach überwiegend verpufft ist. Gut, macht The Ring 2 halt dann nicht unbedingt zu einem wirklich empfehlenswerten Film. Auch hier im Vergleich zum ersten Teil, man muss das sagen, der erste Teil ist natürlich ein Must-See, weil man mitreden muss. Man muss ihn als Horrorfilm-Fan oder Filmfan einfach gesehen haben, damit man mitreden kann. Das ist natürlich so eine Sache, das hat der zweite Teil nicht. Man kann ihn angucken, aber man muss es echt nicht getan haben. Und auch ich glaube, auch Fans des ersten Teils werden vielleicht es interessant finden, dass die Handlung hier weitergeführt wird, aber ja, ich sag mal, die Qualitäten, die der erste durchaus doch noch hatte, vermisse ich teilweise wirklich beim zweiten. Von daher von mir hier keine wirkliche Empfehlung. Aber gut, ich bin damit dann durch. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn dem so ist, wenn, ne, ihr dann auch meinen, ja, Kanal abonnieren würdet, das Video liked und teilt, ja, und vielleicht auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, bis denn.